Hi 11 Team Sports Family, hier ist wieder euer Nelson. Wir befinden uns beim FC Bayern München in der Säbener Straße. Ich habe euch jemand ganz Besonderes mitgebracht. Wahrscheinlich der beste Box-to-Box-Player aus Europa, Leon Goretzka. Check this out! Und ab hier macht getroffen. Bevor wir zu den Insights mit Leon Goretzka kommen, habe ich euch was mitgebracht. Das neue White Spark Pack von Adidas, bestehend aus Predator, Copper, XP Flow. Welches Modell aus dem White Spark Pack von Adidas gefällt dir am meisten? Schreib unten in die Kommentare. Servus Leon, willkommen beim 11 Insights. Und die erste Frage, die ich dir direkt mitgebracht habe, ist: Wen aus der Mannschaft nimmst du am meisten mit in den Gym? Ja, es sind natürlich schon viele bei uns, die fleißig sind. Ich habe ja jetzt ein, zwei Mal schon auch öffentlich gesagt, dass ich mir vorstelle, dass der Jamal Musiala da noch ein bisschen Aufholbedarf hat. Mhm. Ist nicht ganz so einfach, ihn dazu zu bewegen, mitzukommen, aber ich bleib dran und den kriegen wir auch noch hin. Unsere Community interessiert auch ganz stark, welche Musik hörst du denn gerne am meisten oder am liebsten im Gym? Im Gym darf es dann schon ein bisschen rauer sein, also da höre ich viel Hip-Hop, amerikanischen Hip-Hop, aber auch viel Deutschrap, viel deutschen Hip-Hop und Also würdest du eher sagen, du bist Kapi und UFO 361 oder? Ja, auch, aber ich würde mich da jetzt nicht auf einen versteifen. Vielleicht Raf Camora ist für mich so der, den finde ich am besten. Welches Trikot aus der aktuellen Saison ist dein Favorite-Trikot? Das Home, Away oder The Third oder das Wiesentrikot? Ja, das Wiesentrikot macht mit Sicherheit auch was her. Aber ich bleibe dann schon bei den klassischen roten Farben, dementsprechend das Home-Trikot. Ja, das ist für mich dann am Ende doch das schönste Trikot, weil man einfach sofort erkennt, das ist das Bayern-Trikot, mit dem laufen wir zu Hause vor unseren Fans auf. Aber eigentlich gefallen mir alle vier Trikots sehr gut. Wie hat sich deiner Meinung nach das Fußballspiel in den letzten Jahren verändert? Und wie hast du dich dessen Anforderungen angepasst? Ja, natürlich ist das nicht mehr mit dem Fußball von vor 20 Jahren zu vergleichen. Die Belastungen sind höher, die Spiele werden mehr und auch viel, viel intensiver. Man überlegt, dass wir oder einige von uns 12 Kilometer pro Spiel laufen und eigentlich dreimal die Woche spielen. Ja, dann kannst du dich natürlich nicht ungesund ernähren oder unausgewogen ernähren und jede Woche drei, viermal nachts im Club sein. Also das wird dann schwierig, sondern da musst du schon professionell leben, damit du diesen Anforderungen standhalten kannst. Also würdest du sagen, du hast jetzt mehr auf Ernährung statt auf Physis oder? Nee, das Spiel ist auf jeden Fall physischer geworden. Mhm. Ich persönlich, ich glaube, das ist auch ein bisschen immer unterschiedlich bei jedem, aber ich persönlich habe für mich herausgefunden, dass wenn ich auch ein paar Kilo mehr auf den Rippen habe und ein bisschen widerstandsfähiger bin, dass ich dann besser durch die englischen Wochen komme und das war dann so meine Masche, damit umzugehen oder mich anzupassen, aber ich glaube, das ist auch von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Ja. Hattest du in deiner Kindheit ein Idol? Wenn ja, wer? Und was hat dich damals inspiriert und was hast du von ihm abgeschaut? Ja, es gab schon einige Spieler, zu denen man aufgeschaut hat. In Deutschland mit Sicherheit Michael Ballack, als ich noch ganz klein war und danach Toni Kroos. Bei Michael Ballack war es einfach seine Physis, er hat es einfach geschafft, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken und wichtige Tore erzielt, als Mittelfeldspieler torgefährlich gewesen. Das hat immer, war schon was ich dann auch versucht habe nachzueifern, was auch bis jetzt ganz gut geklappt hat und da möchte ich natürlich auch weiter dran anknüpfen. Auf Instagram sieht man sehr, dass du eine kleine Leseratte bist. Hast du ein aktuelles Buch, was du liest? Ja, da sind wir wieder bei Hip-Hop. Aktuell Der Pakt von Raf Camora, die Biografie von ihm. Okay. Bin ich noch nicht allzu weit, aber bis jetzt schaut es ganz gut aus. Mit wem aus der Mannschaft kannst du sagen, hast du privat am meisten zu tun? Ja, es sind glücklicherweise viele. Ist ja mittlerweile bekannt, dass da auch viele Spieler dabei sind, die ich schon kenne, seit ich klein bin. Und zum Beispiel Leroy, mit dem bin ich schon in die gleiche Schule gegangen, seit der 5. Klasse. Serge, Niki, die kenne ich schon seit ich 14, 15 bin und auch mit den Älteren oder mit den Spielern, die ich erst hier kennengelernt habe, verstehe ich mich sehr, sehr gut. Und da sind viele dabei, von denen ich mir auch die Meinung einhole, wenn es nicht nur um sportliche Sachen geht, sondern
Da ist mir die Meinung auf andere Dinge bezogen auch schon sehr wichtig geworden. Dann irgendwann mal Champions League zusammen zu spielen, was ist das nochmal für ein Gefühl für dich mit deinen Jungs, wenn du halt auch sagst, du hast mit Leo also in der 5. Klasse oder ihr kennt euch seit der 5. Klasse, wie ist das da nochmal, wenn ihr dann zusammen dann Champions League oder so ein Abriss wie am Wochenende halt macht? Ja, es ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Ich glaube, es ist ja auch klar, dass du, wenn du in einer Fußballmannschaft bist, ist das ein Gefüge, was man schon mit einer Familie vergleichen kann. Da kracht es auch mal und da sagt man sich einfach die Wahrheit ins Gesicht. Und danach kann man aber sich auch immer wieder in die Augen schauen. Und ich glaube, das ist bei uns einfach mittlerweile eine Mischung, die perfekt ist. Und mit so einer Mannschaft dann Erfolge zu feiern, also das ist eigentlich das Maximum, glaube ich, was man erreichen kann. 11 Team Sports Family, das war unser Tag heute hier an der Säbener Straße beim FC Bayern. Ich hoffe, wir konnten euch Leon Goretzka einen Tick näher bringen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt unten in die Kommentare. Wenn es euch super dope gefallen hat, Daumen hoch, lasst ein Like da. Ich bin raus, Nelson. I heard they checking for me, no one checking on me. So I-